Ich habe für euch eine tolle neue Lehrreihe, in der ich ein bisschen erklären möchte, was wir eigentlich auch in den Seminar- und Lehrgangsinhalten am Ende aller Tage so erklären. Und wir werden auf ein paar Probleme eingehen, die ihr mit Pferden haben könnt und wie ihr diese Probleme selber lösen könnt. Aber ich möchte auch ein bisschen erst einmal mit euch durchgehen, wie Pferde denn überhaupt lernen. Weil grundsätzlich ist Lernen ja das Wichtigste in der gesamten Beziehung mit dem Pferd. Die tägliche Kommunikation ist natürlich wichtig, aber das Lernen ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache, weil letztendlich müsst ihr den Pferden jeden Tag irgendetwas beibringen. Selbst wenn ihr mit dem Pferd auch nichts macht und das Pferd tut irgendetwas und das macht es erfolgreich, dann lernt es dadurch. Und dann speichert es Informationen ab. Ich werde also auch so ein bisschen durchgehen, wie man konditionieren kann, also das Pferd ausbilden kann, wie man Informationen in den Kopf des Pferdes bekommt. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man sich überhaupt erst einmal ein bisschen damit auseinandersetzt, was ist denn Lernen überhaupt? Ich habe für euch so ein paar Notizen hier aufgeschrieben, und zwar: Lernen ist eine relativ überdauernde Verhaltensänderung, die auf Übung zurückgeht. Das heißt, alles, was ihr euren Pferden beibringt, müsst ihr üben und mehrfach wiederholen. Weil das Gehirn des Pferdes speichert die Informationen nur in Wiederholungen ab. Und wie wir diese Informationen, die wir dem Pferd geben, in das sensorische Erinnerungsvermögen, in das Kurzzeitgedächtnis und in das Langzeitgedächtnis bekommen, dazu mache ich noch ein paar andere Videos und erkläre euch das noch ein kleines bisschen. Grundsätzlich aber, wenn Pferde etwas lernen sollen, müsst ihr ein Ziel haben. Ein Ziel, was das Pferd genau machen soll. Das heißt, ihr müsst in eurem Kopf total klar sein darüber, was das Pferd lernen soll. Und das heißt, ihr könnt ihnen etwas beibringen, was ihr wollt, was sie machen. Das spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob das jetzt für den Springsport ist, für den Dressursport oder für das Freizeitreiten. Wenn ihr dem Pferd beibringen wollt, etwas zu tun, dann ist es total wichtig, dass sie ihm einfach nur vermittelt, was es machen soll. Und das heißt, es wird irgendetwas tun in eurer Gegenwart. Ich nehme mal als Beispiel, es wird einfach beim Führen an euch vorbeigehen. Und nicht, wie es gewünscht ist, mit dem Kopf an eurer Schulter bleiben. Sonst wird einfach nur an euch vorbeigehen, wenn ihr stehen bleibt. Dann ist das ein Verhalten, was ihr nicht wünscht. Ihr müsst ihm also etwas beibringen. Das Pferd muss also etwas lernen. Es muss lernen, stehen zu bleiben, wenn ihr stehen bleibt. Und zwar möglichst mit dem Kopf an eurer Schulter. Weil dann seid ihr in der sichersten Position. Wenn ihr an der Schulter des Pferdes lauft, dann ist das Pferd schon ein ganzes Stückchen weiter vorne, hat euch nicht mehr unbedingt in der Wahrnehmung. Und wenn es einen Satz oder kleinen Sprung nach vorne macht, dann seid ihr in der Kickzone. Dann kommt ihr so schnell in die Hinterhand des Pferdes. Da wollt ihr nicht hin. Jetzt ist ja die große Frage, wie belohne oder bestrafe ich ein Verhalten des Pferdes? Wenn das Pferd also jetzt an euch vorbeigegangen ist, dann ist es ein unerwünschtes Verhalten. Dafür könnt ihr die negative Verstärkung benutzen, um dem Pferd zu erklären, dass das Verhalten unerwünscht ist. Es soll also lernen, dafür müsst ihr es üben mit dem Pferd, stehen zu bleiben, wenn ihr stehen bleibt. Jedes Mal also, wenn ihr das Pferd führt und es geht ein kleines Stückchen an euch vorbei, dann benutzt ihr die negative Verstärkung. Dafür definieren wir die einmal ganz kurz. Was bedeutet denn negative Verstärkung? Im Rahmen der Lerntheorien wird es immer erwähnt, aber was ist denn das eigentlich überhaupt? Negative Verstärkung ist die Verstärkung einer Reaktion durch Entfernung eines unangenehmen Reizes. Darüber muss man mal kurz nachdenken. Entfernung eines unangenehmen Reizes. Ihr wollt also, dass das Verhalten, stehen zu bleiben, wenn ihr stehen bleibt, zunimmt. Wenn ein Verhalten zunehmen soll, dann können wir das immer nur tun mit der positiven oder mit der negativen Verstärkung. In dem Beispiel, wenn das Pferd also an euch vorbeigeht, benutzt ihr die negative Verstärkung. Negative Verstärkung heißt nicht negativ als Schlechtes oder die ihr dem Pferd etwas Unangenehmes tun wollt, zufügen wollt, sondern negative Verstärkung ist wie mit dem Minus. Da könnt ihr euch vorstellen, ihr wollt etwas wegnehmen
Und bei der positiven Verstärkung macht ihr ein Plus, da wollt ihr dem Pferd etwas Gutes tun. Beides im Rahmen der Lerntheorien sorgen dafür, dass im Verhalten des Pferdes zunimmt. Okay, also wir bleiben bei dem Beispiel. Das Pferd geht an euch vorbei und in dem Moment, wo er ein kleines bisschen an eurer Schulter vorgeht, habt ihr einen unangenehmen Reiz, nämlich zum Beispiel einen Zug am Halfter. Jetzt appliziert ihr diesen Reiz, diesen kleinen unangenehmen Zug am Halfter. Und wenn das Pferd wieder an eurer Schulter steht, nämlich das Verhalten, was ihr wollt, was zunimmt, das an eurer Schulter mitgehen, dann müsst ihr diesen Reiz entfernen. Dann nimmt das Verhalten an eurer Schulter bleiben zu. Nochmal die Definition lesen ganz kurz. Negative Verstärkung, die Verstärkung einer Reaktion durch Entfernung eines unangenehmen Reizes. Das heißt, ihr lauft mit dem Pferd los, ihr beginnt in einer tollen Ausgangsposition, Pferd mit dem Kopf an eurer Schulter, lauft ihr los, bum, 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 bum. Bleibt ihr stehen, zum Beispiel in der Reithalle könnt ihr das machen, stehen bleiben, Pferd läuft vorbei, ich appliziere einen aversiven, unangenehmen Reiz, nämlich einen Druck am Halfter, kommt der Reiz, schiebe ich das Pferd genau dahin, wo ich will, dass es ist, und in dem Moment, wo es da ist, entferne ich den Reiz. Das sorgt dafür, dass das Verhalten an meiner Schulter zu bleiben zunimmt. Weil, was ich entferne, der Reiz, der unangenehme, wenn das Pferd in der richtigen Position ist. Das ist die Negativverstärkung. Okay? Positivverstärkung. Positive Verstärkung ist die Verstärkung einer Reaktion durch einen positiven Verstärker. Klar. Positiver Verstärker ist etwas, was das Pferd gerne mag. Behavioristen gucken nach den Sachen, die Pferde gerne mögen. Das heißt, wenn euer Pferd zum Beispiel super gerne am Hals gekrault wird, dann wäre das ein super positiver Verstärker, den ihr benutzen könnt. Also, sagen wir mal jetzt das Beispiel führen. Ihr lauft jetzt los, bam, 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 in der Reithalle. Euer Pferd ist an eurer Schulter mit dem Kopf und ihr bleibt stehen. Und das Pferd bleibt stehen. Mit dem Kopf an eurer Schulter, boom, dann wollt ihr sagen, das hast du total toll gemacht. Jetzt auf keinen Fall mit Leckerlis oder irgendwas arbeiten, da komme ich nochmal in einem anderen Video zu. Aber was ihr jetzt macht, ist, ihr appliziert einen positiven Verstärker, sagt, das hast du toll gemacht. Ihr macht jetzt irgendwas, was fürs Pferd schön ist. Nämlich kraulen am Widerriss, kraulen an der Brust, streicheln zwischen den Augen, je nachdem, was das Pferd gerne mag. Irgendetwas, was mit euch zu tun hat. Jetzt speichert das Pferd ab, wenn ich stehen bleibe jedes Mal, dann freut er sich so sehr. Ist doch super. Und jedes Mal kriege ich irgendwas Schönes, was für mich super angenehm ist. Also ein Kraulen am Widerriss oder Brust. Und dann wird es dafür sorgen, dass das Verhalten stehen bleiben mit dem Kopf an der Schulter zunimmt. Wenn es aber eben doch an euch nochmal vorbeigeht, dann dürft ihr es nicht streicheln. Sondern dann appliziert ihr einen negativen Verstärker, nämlich zum Beispiel den Druck am Halfter. Und erst wenn es neben euch steht, dann ist die Belohnung nicht das Kraulen, sondern dass sie diesen Reiz wieder wegnimmt, nämlich zum Beispiel den Druck am Halfter. Und so könnt ihr euer Pferd führbar machen. Und ich bringe im Laufe dieser Videoreihe noch ganz, ganz viele tolle Beispiele. Aber das ist einmal die grundsätzliche Erklärung, wie Pferde lernen können mit der positiven und negativen Verstärkung. Ich hoffe, das hilft euch.